fokussiert. So, wir sind heute hier in Mainz und laufen 1500 Meter. Habe mich vorhin schon glorreich versprochen beim Eintritt und habe 3000 Meter Hindernis gesagt. Der Typ wollte mich nicht reinlassen, aber hat dann doch noch geklappt. Auf jeden Fall, Flo, Geoffroy und ich sind im gleichen Rennen. Wir rennen 1500 Meter und Theo wird danach noch die 3000 Meter rennen. Für den pacen wir vielleicht noch. Und ja, jetzt darf der Jan was schneiden. Hallo Jan. Wir sind in einem sehr schnellen Rennen drin eigentlich und da gibt es ein paar Leute, die können schneller laufen als ich, zwischen 3 Minuten 40 und 3 Minuten 45 etwa. Und ich habe eine Bestzeit von 4:01 aktuell, aber die ist schon ein paar Jahre her. Ich denke, ich kann deutlich schneller laufen. Hallo Theo. Hallo. Hallo. Ja, was willst du denn laufen heute, Theo? Schwer einzuschätzen, was ich laufen kann aktuell. Also mein letzter 3000er war 2018 in der Halle noch. Und so das Training, ja, war gut, aber hat sich jetzt nicht so leicht angefühlt. Ich probiere jetzt mal auf eine ab 30 anzugehen. Also die ersten 2 Kilometer maximal hoffentlich Tempo mit 250. Ja. Und dann schaue ich halt, was auf den letzten Kilometer noch geht. Was wollt ihr laufen heute? 104. Wir haben jetzt wahrscheinlich ein kleines Problem, weil die GEMA unser Video sperren lässt, weil hier die ganze Zeit Musik im Hintergrund läuft. Was hast du für eine krasse Rekord eigentlich? So Theo, die letzten Vorbereitungen laufen? Ja. Startnummer montieren, dann muss ich jetzt noch die Garden austauschen bei meinen Spikes. So spannend ist es jetzt auch nicht. Das sieht nicht besonders angenehm aus. Ja, das knirscht ja auch immer so ein bisschen dann. Hatte ich immer Lust zu. Ich habe einfach nur im letzten Jahr mal so in der WG so ein bisschen rumprobiert und jetzt. Oder endlich mal färben. Zack, für jeden im Zeitspektrum kriegst du eine verschiedene Farbe. Also so 3,55 bis 3,58. Da gut dann blau hinkommen. Bitte. Dann blau, okay. Vom LFM2 Pushing for Bank 4,24,1. Das Rennen für dich? Oh ja, ganz schön holprig und ja, ziemlich windig. Also wir sind scheinbar in der Gruppe alle zu langsam angegangen. Es gab vorne einen Pacer, aber da ist niemand mitgegangen. Dann war es dann schon mit dem Wind und allem ganz schön hart war. Aber für die Bedingungen nicht allzu schlecht. Wir sind halt in der Gruppe gewesen und zu langsam einfach angegangen. Aber mein Finish war gut hinten raus, Ryan geschlagen. Ich hab gehört, der Flo bäbelt mich an. Ich renne von 500 bis 1000 Metern vorne, weil kein Mensch, keine Sau macht Tempo, die es eigentlich können sollen. Und ich muss dann vorbeigehen und Druck machen, nachdem die anderen Tempo reinkacken, nach 200 Metern. Ich verstehe es nicht, Alter. Was ist mit diesen 1500 Metern Läufern passiert? Verantwortung. Stopp! Sonst kriegt sogar keiner auf die Schnauze. Dann gehen die letzten 400 halt nicht so schnell wie beim Flo, aber der hat sich halt gut entspannt die ersten Kilometer, war ja nicht anstrengend. Also bei den aktuellen Bedingungen wird es auf jeden Fall ein schweres Rennen. Ich versuche trotzdem eine 250 anzugehen und Brian hat auch vor, das Tempo mir zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich durchziehen kann, aber ich probiere es auf jeden Fall. Und dann den letzten Kilometer bin ich wahrscheinlich auf mich allein gestellt. Aber dann versuche ich halt, was noch geht, rauszuholen. Schneller oder langsamer wird, werden wir dann sehen. Oh.
8:48. Und Theo, du bist zufrieden? Mir geht scheinbar gerade nicht, ich weiß es nicht. Ich habe gekämpft, mir der Brian hat sehr gut Tempo für mich gemacht. Danke an meine Teamkollegen. Aber dann, der letzte Kilometer, der ist einfach Hauptsache auch dabei. Muss man versuchen, über den Schmerz hinwegzulaufen. Und wenn es zu arg ist, dann macht man ein bisschen langsamer und das war bei mir heute der Fall. Also ich denke, auf dem letzten Kilometer habe ich schon mehr als 10 Sekunden wahrscheinlich verloren. Letztes Mal auslaufen war heute. Jetzt langt's. So, Wettkampf geschafft. Eigentlich will ich nur noch heim und da kommen wir jetzt bei dem kleinen Problem an, das wir haben. Wir kommen nicht nach Hause. Oh, weil es so gefährlich ist, auf der Autobahn zu laufen. Theo ist Flo sagt, es ist eigentlich verboten, als angehender Polizist. Sind hier gefährlich unterwegs praktisch. Ja, aber es steht recht eigentlich alles.